Der Caravansalon hat es wirklich in sich und gerade etwas kleinere Hersteller, die aus dem Pferdesport kommen, die bauen oft wirklich ja, Wohnmobile, wo man Lösungen findet, die man sonst normalerweise gar nicht findet. Ja, ich grüße dich, Patrick. Hallo, grüß Gott. Ja, ihr habt eine coole Farbe gewählt. Ja, die kennt man so oder so ähnlich von Audi. Das ist natürlich eine Trendfarbe, aber ihr könnt lackieren, wie ihr wollt, oder? Genau, bei uns kann man das individuell, wie der Kunde eben möchte, die Lackierung auswählen. Wir machen da alles, was möglich ist. Ja, ihr kommt aus der Nähe von Stuttgart, 72-210. Für was steht hier 72? Was kann der? Das sind 7,2 Tonnen. Also das ist die zulässige Gesamtgewicht und hat 210 PS das Fahrzeug. Ja, das Fahrzeug liegt wirklich gut auf der Straße, weil die Hinterachse sehr breit ist. Das Fahrgestell baut ihr auch selber? Nein, das kommt von Iveco. Das ist ein Iveco Daily, hat hinten Zwillingsbereifung und eignet sich auch wirklich sehr, sehr gut für den Reisemobile, je nachdem, weil die Zuladung sehr, sehr hoch ist. Das Wankverhalten ist hinten Luftfeder drauf, oder? Genau, die haben hinten und vorne eine Luftfederung. Ihr habt eine Besonderheit, ihr kommt ja aus dem Pferdesport und bei euch sind auch mehrere Öffnungen überhaupt kein Problem. Außen GFK? Außen ist GFK Sandwich, genau, an den Seiten haben wir 30 mm und am Dach 40 mm und wir fertigen alles selbst und somit nun auch seit circa 3-4 Jahren reine Reisemobile für jeden was dabei. Okay, das heißt, ihr macht gar keine Mischfahrzeuge sozusagen, wo Pferd und Mensch reinpasst, oder? Doch, das geht auch, aber hier auf der Messe natürlich speziell liegt der Trend eher oder beziehungsweise das Hauptaugenmerk auf Heckgaragen oder normale Pkw-Garagen, je nachdem. Okay. Gibt viele verschiedene Grundrisse, wo dann aber alles. Aber quasi auch andere Modelle, wo dann Pferde mit transportiert werden können. Wir machen so circa 80% Pferdetransporter und 20% dann reine Reisemobile, auch sehr individuell auf Kundenwunsch dann gefertigt. Innendesign können Sie sich so gut wie alles aussuchen und dann eben verschiedene Grundrissvarianten als reine Reisemobile. Ich komme mal gerade, ihr seid hier an einem absoluten Premium-Standort, habe ich das Gefühl. Ihr seid mitten auf der Ecke hier. Die Frage ist, das ist absolut Premium hier. Das heißt, ihr sagt Manufaktur, ich kann euch genau sagen, was ich gerne hätte. Standardgrundriss habt ihr auch? Genau, also wir haben drei verschiedene Modelle. Wir sehen hier jetzt den RJH Ambition, dann gibt es noch den Excellence, das ist eine Nummer größer und der ganz große ist der Independence. Da gibt es dann verschiedene Grundrisse auszuwählen, bis zu 8 bei den größeren Modellen. Hier bei dem kleineren sind es insgesamt 3 Standardgrundrisse, wobei wir aber auch, wenn wirklich das gewünschte Sonderanfertigungen machen, wo dann explizit auf den Kunden komplett eingegangen wird. Ja, 7,2 Tonnen Slide-Out, das ist eine Herausforderung. Aus welchem Material ist das? Das ist alles GFK, das ist unser spezielles System und das darf ich so sagen, kriegt auch eigentlich keiner außer wir hin, weil das Fahrzeug trotz Slide-Out immer noch 1,7 Tonnen Zuladung hat. 1,7 Tonnen, die Fahrzeuglänge? Sind 8,35 Meter, ist 2,30 Meter breit und ca. 3,40 Meter hoch. Ja, wir werden es gleich mal sehen im Innenraum. Das ist wirklich sehr komfortabel. Was sagen die Kunden? Ihr wart schon mal hier auf der Messe? Wir waren letztes Jahr schon mal da, dann natürlich ein bisschen kleiner. Das Fahrzeug kam auch da schon sehr, sehr gut an. Und jetzt einfach versuchen wir uns zu etablieren, bekommen gute Rückmeldung und haben jetzt einfach noch in der Reisemobilschiene noch mal ein bisschen nachgelegt. Und ja, wir können uns das ja mal im Detail mal anschauen. Ist sie auf, die Klappe? Die ist offen. Man kann dann mal. Ist jetzt prinzipiell. Es geht nur um die Klappe. Was drin ist. Ein bisschen Staufach drin. Ich zeige nur mal gerade die ganzen Beschläge, wie das gemacht ist. Genau. Ihr kommt ja aus dem Pferde, ich sag mal Sport, Transporter zu bauen. Die müssen einfach halten, oder? Genau, das ist so, ein Pferd hat natürlich Kraft und das übertragen wir jetzt auf die Reisemobile. Wir haben verschiedene Staufächer, die sind alle komplett isoliert und wasserdicht und halt wirklich auch hochwertige Materialien. Robust innen gebaut und deswegen aber trotzdem leicht. Innen ist Sandwich GFK oder? Genau, das ist komplett Sandwich. Wir ziehen auch das Fahrzeug bis komplett nach unten, gibt einen doppelten Boden, ist ein Aluminiumboden drin. Und schlecht Wege heißt, ihr habt wahrscheinlich hinten eine Sperre drin, oder? Genau, Differentialsperre, Zwillingsbereifung, das ist alles standardmäßig einfach dabei, weil wir da auf nichts verzichten wollen. So, ich brauche nicht zu fragen, was für eine Heizung drin ist, eine alte 3030 oder was habt ihr? Genau, Warmwasserheizung inklusive Fußbodenheizung.
Ja, sehr schön. 30-30. Hast du mitbekommen, Eco? Also die alte Flow ist jetzt mit drin. Du kannst so lange duschen, wie du willst. Tankvolumen, was habt ihr? 200 Liter hat der jetzt Frischwassertank. Jetzt überleg mal, auf der Größe. Ja, die Kunden, die wollen ja hier ganz individuelle Lösungen. Wie sind die Reaktionen, wenn man hiermit auf einen üblichen Campingplatz fährt und den Slide-Out rausfährt aus dem Iveco Daily? Die Leute sind schon ziemlich geschockt, oder? Also es kommt sehr, sehr gut an, wobei es viele natürlich nicht kennen und daher schon ab und zu mal große Augen machen. Aber rundum eigentlich positives Feedback und natürlich auch das Interesse, was das jetzt ist, weil wir natürlich auch noch nicht so lange auf dem Markt sind. Aber es kommt sehr, sehr gut an. Ihr seid schon lange auf dem Markt, ihr baut aber bisher, ich sag mal, für den Pferdesport hauptsächlich reine Reisemobile jetzt seit 3 Jahren, oder? 3-4 Jahre ungefähr. Früher waren es dann Motorsportfahrzeuge eben mit Garage hinten und dadurch, dass wir eben sehr, sehr individuell auf alles eingehen können, haben wir anfangs nach Kundenwunsch eben gebaut, auf Bestellung, und nun die 3 Modelle mit Standardgrundrissen und auch ein bisschen serienmäßige Ausstattungen. Zuladung hinten, was kann er? 1,7 Tonnen insgesamt. Hinten jetzt im Heck, oder? Genau, also das komplette Fahrzeug. Hinten ist ungefähr die Hälfte. Ja, theoretisch, genau. Das ist auch so. Klar ist natürlich das Ganze, 1,7 Tonnen ist jetzt theoretisch, wenn die Leute das wahrscheinlich komplett verteilt anbringen würden im Fahrzeug, ist ja oft nicht der Fall. Aber ich bin ziemlich beeindruckt. Es ist sehr kantig, das ist mal was ganz anderes, oder? Das ist, ich sag mal, da steht der Nutzen im Vordergrund auch, oder? Genau, Nutzen, Qualität, die Robustheit, und das sind auch praktisch unsere Formen, wodurch wir uns auch ein bisschen von den anderen Herstellern abheben möchten. Immer Geschmackssache, aber das ist unser Markenzeichen so ein bisschen. So, wir werden uns gleich mal in einem zweiten Teil mit dem Innenraum beschäftigen. Ihr habt das Gleiche denn noch auf Actros-Basis. Das steht hier, ich überlege gerade, das ist ein Actros? Genau, das ist ein Actros 1840, 18 Tonnen Fahrgestell und 400 PS. Ich bin sehr vorsichtig, weil Atego kriegt ein neues Markengesicht. Ja. Er wirkt sehr filigran hier an dem Standort, muss ich sagen. Und du hast eben noch gesagt, ich bin der Erste, der es behauptet hat, dass er filigran wirkt, weil er auf die Leute doch sehr, sehr großen Eindruck macht. Wo liegen wir preislich hier bei dem ungefähr? Der geht los bei 479.000, je nach Ausstattung, und so wie er da steht, liegt er aktuell bei 518. Ja, ist trotzdem, wer sich auskennt, ein, zwei Slideouts, wie viel hat er? Ein Slideout und ein Space Cap, das ist eine Neuerung, die eigentlich nur wir haben, um nochmal extra eine Dacherhöhung zu haben für mehr Kopffreiheit im Schlafzimmer, überm Bad bei diesem Modell. Ah, okay. Das Space Cap heißt, die Wände sind fix aus festem Material? Genau, das ist auch GFK, und dieser Würfel, sage ich mal so, den Sie sehen, fährt komplett einmal nach oben. So, und wenn wir das gleich mal extra machen, man kann durchladen komplett, auch hier natürlich Tankvolumina und so weiter. Ist das made in Germany, das Fahrzeug? Das ist von uns handmade in Germany, alles Manufakturqualität, also wir bauen das Auto komplett für Sie auf. Gut. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier im Vordergrund. Das Ganze werden wir uns gleich mal anschauen. Was habt ihr für Holzfarben? Kann der Kunde das komplett frei wählen oder habt ihr da Serien? Nein, also wir haben natürlich Favoriten, aber der Kunde kann das komplett entscheiden. Vom Fußboden bis hin zu den Möbelfronten, bis hin zu den Lederfarben hat er da ganz, ganz viele Auswahlmöglichkeiten, wo man dann quasi die Ausstattungskataloge durchgehen kann, und der Kunde entscheidet sich dann für das, was er am liebsten hat. Ja, Kunden sind gerade drin. Könnten wir mal in den, ich sag mal, Heckbereich mal reinschauen? Ich glaube, da sind sie gerade nicht. Selbstverständlich, gerne, klar. Gehen wir mal gerade rein, dass wir hier mal schauen, denn man sieht das auch hier vorne schon. Alles ist abgekantet. Ihr habt wahrscheinlich Holzbearbeitungsmaschinen, Metallbearbeitungsmaschinen. Ihr macht das aus dem Pferdesport alles selber. Genau, also wir haben eigene Schreinerei bei uns in der Produktionshalle. Das wird direkt neben dem Auto alles dann gefertigt und quasi 5 Meter nur ins Auto reingetragen. Ja, das ist ja mal ein Riegel, oder? Genau, der soll ja auch sicher sein und robust. So, und das heißt, ich kann den egal wo treffen, den Riegel. Das heißt also, ich hebe den einfach hoch hier. Wie läuft das? Genau. Also einfach da drücken. Genau, und dann geht der auf. Und wenn man jetzt quasi zumacht, dann ist es auch verriegelt. Genau, wenn du das mal zumachen würdest, ich würde mal gerne hören, wie es klingt. Selbstverständlich. Das ist so, ich bin so ein Gehörmensch. Boah, bitte nochmal. Ist schön, klingt gut. Genau, und es ist halt wirklich zu. Es ist sehr satt. Also es ist, es heißt auch Dämmung, da ist jetzt Sandwich. Was ist in der Mitte drin im Sandwich? Das sind so, also ja, Schaumstoff ungefähr. Das GFK Sandwich nennt man das, Glaswasser, Kunststoff mit einer Dämmung innen drin, einfach für die Isolation. Sehr schön. Ja, ich bin mal sehr gespannt, denn das Thema Slideout bedeutet, dass der Raum nur ein ganz kleines bisschen erweitert wird. Aber das ist der absolute Hammer. Was das dann, ich sag mal, effektiv ausmacht,
Das ist unbeschreiblich, ja. Also wir sind im Daily drin, Aufbaubreite hier 2,50 auch? 2,30. Und 2,30. Genau, und das Slideout fährt ca. 80 cm raus und macht natürlich in einem kleineren Fahrzeug vom Rahmengefühl her nochmal deutlich mehr aus. Ich setze mich immer hin, dass wir das mal komplett draufkriegen. Das ist schon sehr angenehm, oder? Ich finde das Design vor allem sehr speziell und cool. Also, ist mal was anderes. Du, ganz ehrlich, das sind die Kleinen, die das Rennen machen, weil die haben vielleicht auch mehr Möglichkeiten. Sie können Trends etwas schneller folgen. Ihr habt vielleicht auch, ich sag mal, Sattler, die auch mal außergewöhnliche Sachen machen können. Das ist so, wenn jetzt der Kunde sagt, er will jetzt einen Staukastenklimaanlage haben, kriegt er die, oder? Genau, der kann uns aufschreiben sozusagen, was er möchte. Dann wird ein Konzept erstellt und dann wird auch mit dem Kunden an sich das Fahrzeug geplant. Und er hat auch noch immer die Möglichkeit, dann während des Bauprozesses da einzugreifen und Ideen vollzubringen. Und wir versuchen das dann so gut wie möglich umzusetzen. Blöde Frage, den Slider baut ihr selber oder kauft ihr hinzu? Den bauen wir auch selber. Baut ihr selber? Genau, das heißt also mit dem Aufhangen, Schienensystem, okay. Läuft elektrisch. Schnell oder? Dauert circa 10 Sekunden das Einfahren. Darf ich es mal sehen? Ja. Wir müssen bloß schauen, es ist nämlich leider dann doch etwas wenig Platz, aber ich zeige es Ihnen schnell. Der ist wirklich. 10 Sekunden. Du bist mein Held heute. Vorsichtig. Ja, ja, ich pass auf. Ich ziehe mal die Füße weg. Man kann auch durchgehen, so ein bisschen. Genau, so ist er jetzt eingefahren. Das ist dann auch eine Verriegelung, dass eben nichts passieren kann. Das heißt, es ist komplett nutzbar im eingefahrenen Zustand. Genau. Nochmal raus, bitte. Ich bin total geflasht. Simone, hast du das schon mal gesehen? Nee. Das ist in Amerika, muss ich sagen, da ist zwei Slideouts sowas von Standard. Was du da hast, dann hast du selbst noch einen Sprinter, hast du zwei Slideouts. Aber in Deutschland, die tun sich alle so schwer, sage ich immer, weil es halt außergewöhnlich ist. Man muss ein dickes Loch schneiden. Da brauchst du natürlich irre Stabilität hier im Fahrzeug drin. Aber ich meine, wenn man weiß, wie es geht, dann geht alles, oder? Genau, Sie haben es sehr, sehr gut erklärt. Besser könnte ich es fast nicht sagen. Dankeschön. Was haben Sie gelernt? Ich bin Verkäufer bloß und überlasse es dann unseren Jungs in der Produktion, die Fahrzeuge so ja, toll aufzubauen. Es reicht aber nicht aus, dass man da vieles lernt, oder, an so einer Firma? Genau, ich war auch schon mit drin, habe die Handgriffe gesehen und bin auch selber immer wieder fasziniert, was man in so Fahrzeugen alles schaffen kann. So, Tisch ist absenkbar. Preislich, wie liegen wir hier bei dem, wie hier steht? Der hat jetzt einen Preis von 299.500 Euro, so wie er da steht. Auch sehr, sehr gut ausgestattet mit verschiedenen Extras. Jetzt mal eine Frage, kann man die Preise noch halten beim Daily? Das heißt also, wenn man jetzt bestellt, dass man eine Preisgarantie kriegt auf der Messe, oder ist das schwierig? Der wäre ja theoretisch sofort verfügbar. Da ist es dann natürlich so, prinzipiell gibt es leider die Schwierigkeiten aktuell in dieser Branche, aber wir hoffen, dass wir natürlich eine gewisse Stabilität dann auch garantieren können. So ist es. Das Original-Fahrhaus ist natürlich beim Teilintegrierten so. Ist hier oben noch Platz drin? Nee. Genau, hier wäre nochmal eine separate Schlafmöglichkeit. Nein. Das habe ich mir gedacht. Da könnte man dann auch nochmal schlafen oder wenn man sagt, man hat ja hinten sowieso das große Bett dann drin, dass man da auch nochmal also Oberschränke. Hier drauf auf dieser Klappe? Nee, hinten drin. Nein, da gibt es dann, hier ist die quasi das Polster für die Sitzgruppe ja. Unten. So, das heißt, der ist. Tisch ist absenkbar, das heißt, hier könnte man liegen, richtig? Genau, dann hat man hier, sagen wir mal, 1 bis 2 Schlafplätze und oben dieses Polster, man dann hier reinlegen, ja. Um einfach nochmal auch so, zwar einen kleineren Schlafplatz, aber es ist tatsächlich auch in der Tiefe ca. 1,40. Simone, ja, mega. Das hier können ja sogar nochmal 2 Personen theoretisch schlafen, oder? Theoretisch wäre das auf jeden Fall möglich. Ja. Also wir haben jetzt dieses Fahrzeug so kategorisiert, dass man 4 bis 5 Schlafplätze ja, hat. Genau. Nochmal, wie viel Zuladung? 1,7 Tonnen. Das ist Wahnsinn. Trotz Slideout. Die Frage ist Möbelbau, was habt ihr da verwendet? Ist das auch so Sandwich oder was ihr verwendet habt mit Schaumstoff? Das sind tatsächlich einfach Leichtmöbelbauplatten. Genau, mit unseren verschiedenen Fronten. Alles von uns selbst gefertigt und das ist auch, dass wir dieses Design dann auswählen können. Ist auch zum Beispiel eine Echtsteingranitplatte. Aber die ist doch also sauschwer, oder? Normal. Genau. Ja gut, spielt ja keine Rolle. Wenn man das ja plant, verstehst du, direkt einplanen, dann passt es ja. Hier ist noch ein Backofen mit drin. Ich muss das aber gleich nochmal in Gänze nochmal zeigen. Hier ist ein 40 Zoll drin, nehme ich an. Ja. So, den wir dann haben, der kann sich auch im Winkel verändern. Also an alles wurde gedacht. Was ich cool finde, ist das Bett, was hier drin ist. Wenn du es gerade nochmal hochmachst, bitte. Ist eine Feder drin? Ah ja, eine Gashochfeder. Genau. Okay, verstanden. So, hier ist der Tedford, der Tower.
Also designmäßig ist es auch einfach. Ihr müsst mal gerade hinter mich gehen. Ich muss einmal hier reinschießen mit der Kamera, dass man mal das Gesamtensemble sieht. Weil, ruhig mal hier bleiben. Achso, das Polster so doof liegt. Genau, wenn du mal gerade das Polster nimmst. Links unten das Polster. Das da lassen wir am besten mal oben gerade, Simone. Du kannst gerne mal. So? Ja, lass mal einfach mal stehen, da kann man später erklären. Es geht nur einmal, dass die Leute das sehen, weil. Aber jetzt komme ich nicht mehr durch. Ja, komm, ich lasse dich raus. Also erstmal Hut ab, ihr habt etwas geschafft, was die meisten, wo die da nur von träumen können, weil trotz Leichtbau kriegen sie es nie hin, ein Slide-Out reinzumachen. Insgesamt 6 Schlafplätze, korrekt? 4 bis 5, je nachdem, genau. Naja, hier unten können 2 schlafen. Also ich finde eigentlich auch 6 ist realistisch. Aber jetzt überleg mal, du hast ja Family, hier 2 Erwachsene oder 3 Erwachsene, 2, 3 Kids, ja, das geht. Das geht auf jeden Fall, genau. Ja. Gurtplätze, wie viele? Hat der jetzt eingetragene Sitzplätze, sind es 4. Der hat vorne die 2 Sitze und hinten ein extra Gurtbox-System, das wir eingebaut haben. Der jetzt aber, wenn einer sagt, braucht einen 5. Anmelden bei euch, oder? Sag mal, wie funktioniert das, wenn man einen Gurtbock im Slide-Out einbaut? Ich glaube, der Gesetzgeber schreibt vor, dass der nochmal verriegelt werden muss, dass er nicht irgendwie wegkommt. Ist das hier unten der Knopf, oder? Nein, das ist der Knopf da unten, ist die Verriegelung quasi vom Slide-Out, dass es beim Fahren nicht rausrutscht, wenn man jetzt in die Kurve fährt. Das System ist im Slide-Out fixiert und ist fest drin. Das heißt, das drin, kann, genau. Weil der TÜV immer verlangt, das muss irgendwie an der Karosserie festgemalt sein und klar, verstehe. Genau, das hat mit dem Slide-Out zu tun und ist von uns auch vom TÜV abgenommen. Ja, da gehe ich mal von aus. Genau. Wenn ihr aus Stuttgart seid, dann passt das. Ja, cool. Ein ganz geiles Konzept. Das gefällt mir richtig gut. Das ist auch, ich muss sagen, jetzt ist es hier das Putzlicht gerade an. Ja, es ist sehr hell im Moment für die Messe. Da kann man wahrscheinlich ein bisschen dimmen, man kann ein bisschen Moodlight reinmachen, ein bisschen gemütlicher machen. Oder das würde von der Lichtstimmung gehen später, oder? Genau, also es gibt ja zum Beispiel auch so dimmbare LEDs, die wir verbauen könnten, damit es einfach nochmal ein gemütlicher wird. Genau, wie der Kunde will. Wirklich. Alte Heizung, habt ihr Fußbodenheizung? Ja, hat er auch. Okay. Ich bin beeindruckt. Und das passiert selten so. Ihr habt unglaublich hohe Türen. Das Ganze wirkt dann so ein bisschen architektenmäßig. Dann sind hier umlaufende kleine Dichtungen mit drin, damit da auch ja nichts klappert. Ja, ich habe Büttner mit eingebaut. Sehr pragmatisch, muss ich ehrlich sagen. Eine Dual-Controller habt ihr drin, Gas? Ja, ist auch drin. Gastank wäre auch kein Problem. Er hat einen LPG-Gastank mit 80 Liter und einen Platz für eine Reserveflasche, dieses Fahrzeug. Ich darf mal reinschauen? Ja, selbstverständlich. Das ist das Badezimmer. So, wir sind aber hier nicht im Slide-Out, das war nur drüben, oder? Nein, das ist nur die Sitzgruppe, das Slide-Out, genau. Das Bad ist fest, so in der Fahrzeugbreite. Echt Glas, die Tür? Nein. Sieht trotzdem gut aus, ich guck mal gerade. Unten drin. Wow, ich bin beeindruckt. Eine Kassettentoilette, das macht auch Sinn hier. Dann hier ein richtiges Waschbecken und Hammerspiegel. Komm mal her, Simone. No, der reicht allemal. Das ist echt groß. Überleg mal, du bist im Iveco Daily auf der Basis und dann sind ja alle so ein bisschen am Rumkeimen. Praktisch die Herstellungsweise ist jetzt das Monocoque. Das heißt, ihr baut zuerst die Hülle und dann die Möbel ein? Oder wie macht ihr das? Genau, also wir stellen praktisch die Seitenwände und bauen dann von außen nach innen. Also erst steht das Fahrzeug und dann kommt der komplette Innenausbau. Ich nehme an, dass der Slider dann zum Schluss reinkommt, damit es möglichst einfach ist oder zum Reinkommen. Der ist eigentlich mit als erstes drin. Als erstes drin? Genau. Okay, ich muss mal zu euch kommen. Ich muss das mal filmen. Was ich cool finde, ist allein das Fliegenschutzgitter, was ihr reingemacht habt. Das ist nicht irgendwie aus der Caravan-Branche, sondern das ist so ein Haushaltsgitter, gell? Genau, ist ein Haushaltsgitter, wird bei uns auch auf Maß für jede Tür gefertigt, damit es auch wirklich optimal reinpasst. Klasse, wie viel Fliegenschutzgitter ich schon gefetzt habe in meinem Leben, ja. Weil freue ich mich immer, wenn man ordentliches drin ist, ja. Nee, du kennst das selber, ja. Die rollen sich dann auf und keine Ahnung. Da vorne ist übrigens der Gastankanzeige. Siehst du da oben links? Alles ist ja pragmatisch, weißt du, nicht hier Bling-Bling oder irgendwie Bussystem oder so, sondern ihr macht so, wie es gemacht wird, ja. Genau, und die Funktionalität soll einfach im Vordergrund stehen. Oh, es kommt zu bedienen, einfache Bedienung und... Ja, ganz ehrlich, also bis zum Bad würde ich es ja schon kaufen, ja, aber jetzt kommt es ja noch besser. Komm mal kurz her, bitte, Simone. Achso, ich dachte, du willst mich. Weißt du, der Hammer wäre jetzt, es wäre noch ein Auto hinten drin oder so, aber das brauchen wir gar nicht. Geh ruhig mal hinten rein. Ey, das finde ich so geil. Ist gut, gell? Mit diesem Stoff. Und wenn ich noch ein Kind wäre, ich würde den ganzen Tag das hier machen. Das ist Alcantara oder so. Ist Mikrofaser, ne? Was ist genau, drauf? Mikrofaser, ja. Also ob es Alcantara ist, weiß man nicht. Aber der Aufgang, breite Stufen habt ihr hier, das ist ordentlich. Da sind jeweils noch Schubladen drin. Genau, oben sieht man das Technikfach. Mhm. Das ist auch immer gleich verbaut, komplett aufgeräumt. Alles hat seinen Platz. Ist voll schön.
Ja. Das heißt, ihr habt sogar den einen oder anderen Elektriker bei euch schaffen? Wir haben einen Elektriker, der seit über 20 Jahren bei uns ist, der die Autos aus dem Schlaf kennt und ganz genau weiß, wo er die Verkabelung von vorn bis hinten beschriftet, genau. Alles. Komplett alles aufgeräumt. Das sieht auch immer identisch aus, dass man immer weiß, wo man hindrücken muss. Sag mal, ist das hier jetzt auch noch eine Tür oder ist das einfach nur verkleidet? Da ist hier noch ein ganz, ganz großer Kleiderschrank drin. Ach so, der geht bis hinten durch. Genau. Ich fass es nicht, ja. Wir sind auf einem kompakten Fahrzeug und ihr habt für hängende Kleidung, ein Riesenschrank mit drin. Das ist schön. Genau. Mit unten drin, hier kann noch nichts rausfallen. Ey, ich feiere euch. Es ist gut. Geh mal kurz rein, weil ihr seht von außen ein bisschen konservativ aus durch die Bemalung, aber das macht es eben aus. Es ist, ich glaube, hier ein bisschen Understatement bei euch. Wenn du reinkommst, hast du voll die Überraschung und von außen sieht es okay, GFK, ein bisschen kantig und so weiter. Also ich finde es gigantisch. Ich finde es richtig gut. Das ist sehr, sehr schön zu hören. So. War es auch gedacht. Simone, jetzt bist du in deinem Reich. Ja. Normalerweise wärst du jetzt schon zu Hause, ja. Sonst hätten wir bei Concorde gedreht, aber die haben das goldene Lenkrad bekommen. Ist doch cool. Gruß noch an den Markus Engelhardt, ja, Geschäftsführer von Concorde. Ja, hat es bekommen. Und Platz 2 ist wer geworden? Der Volker. Nicht der Volker. Der Gerhard. Volkner heißt er, ja. Genau. Das wollte ich sagen. Hat auch bekommen. Der ist unser Standnachbar. Guck mal hier, wenn du hier rausguckst, bist du direkt bei Volkner. Merkt ihr das? Ist es gut, gegenüber von Volkner zu stehen? Ist nicht schlecht, oder? Es schadet nicht. Ich guck mal gerade hier rein. Ganz interessant ist auch, dass der Mini zum Beispiel die gleiche Farbe wie unser Fahrzeug hat. Das ist das Mini-Grau. Das Mini-Grau. Sag mal hier, Bettmaß, was haben wir? 1,80 auf 2 Meter. Ja, ihr habt einen Topper drauf, ihr habt auf Schlafkomfort Wert gelegt. Also 299.000 Euro Wartezeit, wenn ich einen neuen will? April, Mai nächsten Jahres, in dieser Größenordnung. Wir können bauen. Wir können bauen, ja. Das ist gut. Also, ich befürchte, ihr werdet Aufträge kriegen. So viel kann ich schon mal sagen. Wenn das Ganze wirklich made in Germany ist und du siehst ziemlich vertrauenserweckend aus, und dann glaube ich ihr es auch, ja. Ihr baut so oder so ähnlich Fahrzeuge schon ewig, aber für die Kombination Pferde plus drin wohnen oder ein bisschen drin, oder? Genau, also das ist quasi vorne immer der Wohnbereich und die professionellen Pferdesportler haben hinten dann ihre Pferde mit dabei. Das ist dann quasi halb-halb, also halb Wohnmobil, halb Pferdetransporter ist unser Hauptaspekt, ca. 80% und 20% reine Reisemobile in gleicher Qualität. Okay, RJH, RJH, okay, genau. Deutschland, oder? Ist Deutschland, sind die Anfangsbuchstaben der Nachnamen der drei Gründer dieser Firma. Richtig cool. Das ist, ihr seid insgesamt, wie viele Leute machen das? Circa 40 Mitarbeiter. 40 bei uns Mitarbeiter. So, hier vorne ist nochmal das Führerhaus, Fahrerhaus, Original Daily Cockpit. Habt ihr auch schon gebaut auf 4x4 Daily? Haben wir noch nicht, ist aber theoretisch möglich. Das Fahrzeug bleibt dann identisch, ist nur ein Ticken höher, weil ja das Allradgetriebe unten drunter kommt. Und die Höhe von dem? Der hat jetzt aktuell 3,40 plus die Aufbauten, also circa 3,55. Also ein bisschen Platz ist noch. Okay. Genau. Bankverhalten ist okay. Man kann die beide drehen, die Sitze, Fahrersitz auch. Genau, Fahrersitz ist auch drehbar, genauso wie der Beifahrersitz. Das ist der Abwerk, der drehbar. Genau, das ist direkt so von Iveco bestellt. Gut, so macht man es ja. Da ist noch ein kleiner Vorhang mit dabei. Ich glaube, wenn die hinten sitzen, muss irgendwie Blickverbindung da sein und so weiter. Also ich finde es gut. Ich würde es direkt kaufen, wenn ich nicht schon eins hätte. So ist es. Nee, ernsthaft. Also hier auf der Messe waren schon viele bestimmt dabei, die echt hadern, oder? Bei dem Preis. Weil das Angebot ist echt gut, oder? Genau. Es gibt auch sehr, sehr viele, die wirklich überlegen und das sehr, sehr gerne haben wollen. Also die Resonanz ist durchweg positiv. Das freut uns natürlich sehr. Komm, wir gehen schnell raus. Ich habe noch 3% auf dem Akku, dass wir das zeigen. Automatische Sattanlage ist uns drauf. Ja, die habe ich gerade noch entdeckt. Die drauf ist. Natürlich auch ein Wechselrichter. Strom, was ist drin? Lithium? Genau, es sind 2x160 Amperestunden Lithium-Batterien. Von wem? Was habt ihr verbaut? Das weiß ich nicht. Ist egal. Nicht schlimm. Außengasanschluss hier ist mit dabei. Darf ich noch in den Staufach reingucken kurz? Genau. Kein Problem. Ist voll schön. Ja. Guck mal, die öffnen sogar nach oben. Du hast Gasdruckdämpfer mit drin. Das ist hier, da könnte auch noch ein kleines Kind drin schlafen. Wenn die Klappe auf ist, sag ich mal. Genau. So, also, liebe Leute, geht mal auf die Website. Ja, du, große Familie, die brauchen ja Platz und so weiter, aber mach die Klappe nicht zu. Vielen Dank fürs Einschalten. 29. August 2022. Die Webseite geht wie? www.rjh-reisemobile.de. Danke. Tschüss.